nicht das gemacht, was ich eigentlich in der Zwischenzeit machen wollte. Das habe ich irgendwie geplant. Das heißt, ich husche jetzt noch mit einer Ladung Stein nach unten, um hier den Seitenstreifen zu Ende zu bauen. Das gibt aber den Live-Zuschauern auch noch Zeit einzutrudeln. Das dauert ja mal einen Moment. Und dann werde ich mich nicht drücken. Dann gehe ich Nafta an. Was ja auch nicht so schlimm ist. Ich habe es ja, ne, Ende des letzten Streams gezeigt. Das sollte so richtig sein. Schon fast aufgebrauchte Steine. Ja. Also sollte nicht so schwer sein. Ich habe es im letzten Stream gezeigt. Es ist halt nur, ja, Abschreckung. Das heißt, ich reiß den Kram hier auch noch ab. Was mache ich mit dem ganzen Fluorid? Fluorid kann, glaube ich, zerstört werden. So. Und dann fange ich einfach hier auf der rechten Seite oben an, ab da, wo Platz ist, und lasse sehr, sehr breite Zwischenschritte zwischen den Etagen, damit ich schön alle verschiedenen Gase, Flüssigkeiten und was da noch so alles bei rumkommt. Oh fuck. Fuck. Ja. Damit ich alle Zwischenschritte da rein. Mist. Alle Zwischenschritte schön aufdröseln kann. Bringe ich den Satz kurz zu Ende. Und das ist nicht ganz so toll. Ich habe ganz vergessen, dass die Warehouses hier auch noch sind. Aber guck mal hier. Hier oben haben wir so viel Platz. Ich denke, die Nafta-Geschichte sollte da vorher schon hinpassen. Die kann ich ja auch hier direkt oben schon anfangen. Denn das Nafta scheint ziemlich wichtig zu sein. Also nicht nur jetzt für diese eine Sache, sondern auch allgemein. Das heißt, Nafta und eventuell noch ein paar von den Zwischenschritten kommen definitiv in die Lebenslinie. Das heißt, es ist gar nicht wichtig, ob das hier oben ist oder da unten ist. Das sollte passen. Okay. Hatte ich hier noch irgendwo einen Schmierzettel für Nafta? Ja. Nafta, Oil Crude. Oil Crude aus Multiphase Oil. Multiphase Oil aus Blue, Zellulose, Fiber, blubdiwub. Das heißt, anfangen tun wir mit Blue, Zellulose, blubdiwub. Das ist unsere oberste Etage. Also hier. Ich weiß nicht, wie viel wir davon brauchen. Ich fange mal an mit 4. 4 klingt ganz gut. Das heißt, ich rutsch rüber zu den Projektkisten und schau, ob hier Algen, ja, Algenfarmen werden hier nicht sein, oder? Das ist keine Algenfarm, nein. Ja, dann bauen wir Algenfarm. Ah, fuck. Was fehlt da? Stahl fehlt. Brauchte ich für die blauen nicht vielleicht sogar schon die Algenfarm MK3? Das wäre nicht so schön. Also Stahl ist unten, nicht oben. Ich glaube irgendwie aus Reflex seit 100 Folgen nach oben, weil da die ganzen Kisten waren. Aber jetzt haben wir die Sachen ja. Wir können die jetzt aktuell selber neu herstellen. Wir arbeiten nicht mehr auf Altlast. Das ist doch auch schön. So, Nafta, Crude Oil, Multiphase Oil, Blue Zellulose Fiber, Blue Algae. Geht sogar in beiden. Ach, das ist ja praktisch. Okay, und die futtern jetzt Schwefel, Abfall, Wasser und CO2. Das heißt, ich müsste Schwefel, Abfall, Wasser, was ja an mehreren Stellen produziert wird, hier mit reinwerfen. Also wir haben schon Wasserstoff-Schwefelgas? Hydrogen-Sulfid-Gas. Wie heißt das auf Deutsch? Schwefelwasserstoff. Ja, Schwefelwasserstoff. Wir haben Schwefelwasserstoff hier, wir haben Schwefelsäure hier. Wir hatten noch irgendwas Schwefliges. Genau, Schwefeldioxid haben wir hier. Das heißt, ich denke, das da wäre ein ganz tolles Rohr für Schwefel
Abrasswasser-Zeugsgedöns. Das heißt, ich nehme dich mal hier. Dich mal hier raus. Bis da. Und jetzt muss ich nur gucken, wie ich hier das Schwefelabwasserzeug hinbekomme. Das hier ist Schwefelsäure. Da ist Mineralized Water, Purified Water. Das ist nicht die Schwefelanlage. Nee. Das ist Schwefelsäure. Hier. Hier hätten wir es zurück, Wastewater. Das geht nach hier oben, geht darüber, geht darüber, geht darüber. Hier kann ich es abzwacken. Wo wäre jetzt mein gerade festgestellt, was ich haben wollte? Das Rohr hier. Dann nimm das doch mal weg. Das Rohr hier und geh mal auf. Sind beide frei? Okay, gehen wir zu dem hier. Und dem hier. Und dem hier. Da ist das Wastewater, da ist das Wastewater. Lieber höher, ne? Ja, ich guck mal, ob ich das... Kurze Störung hier einbauen. Ich werde auch gerade darauf aufmerksam gemacht, dass es gar keine Algenfarm im K3 gibt. Umso besser. So, du gehst jetzt hier. Nicht ernsthaft, Paul. Musst du mir das antun, Paul? Kein Problem, mache ich es hässlich. Also es kommt jetzt von unten, geht da hoch, macht jetzt hier so einen Schlenker und verschwindet dann die Lebenslinie. Hier haben wir jetzt zurück Wastewater. Wir haben nicht sehr viel davon. Das ist richtig. Und dich müsste ich dann eventuell nochmal nach so bauen. Also wir haben nicht sehr viel davon, was jetzt komisch ist. Ich glaube, wir hatten früher mal mehr. Das liegt daran, dass das alles sauber gemacht wird. Sollte ich dann weniger sauber machen? Bräuchte ich nur eine andere Quelle für... Dann bräuchte ich eine andere Quelle. Eine andere Nahwasserquelle. Eigentlich sollten die Überschuss produzieren. Oh, die Sludge wird nicht. Ah, okay, es stockt auch gerade wegen dem Sludge. Es wird nicht genug Mineral Sludge verbraucht, weil ich ja gestaut habe, damit das hinten ankommt. Und das Balancing davon ist nicht besonders gut, muss ich gestehen. Entweder haben wir zu viel oder wir haben fast gar nichts. Jetzt auch eine Reihe voll. Dann haben wir nachher, wenn das alles hochpuffert ist, bei den Kisten jeweils mindestens eine Reihe. War doch so, ne? Ja. Bei Blau und Gelb auf jeden Fall. Ne, nur bei Gelb. Okay, hatte ich anders in Erinnerung. Okay, es wird jetzt mehr verbraucht. Wir kriegen dadurch hoffentlich mehr von dem Schwefeldreckwasser. Schwefeldreckwasser läuft nach unten. Bis hier hin. Und das wird viel, viel zu wenig sein. Ich kann gleich mal gucken, ob ich noch irgendwie absichtlich Dreckwasser herstellen kann. Weil es komisch klingt, aber das fressen die halt. Das könnte auch was Prähistorisches sein. Also Real-Life-Anekdote. Unsere Atmosphäre war ja doch mal ganz schön anders, vor so ein paar Millionen Jahren.
Und da haben die Pflanzen auch andere Sachen gefressen, beziehungsweise die Vorstufe von den Pflanzen. Das könnten jetzt ähnliche Algen sein. Ich bin viel zu weit unten, ne? Jupp. Ich muss nämlich gar nicht nach unten. Ebenfalls so ein Reflex. Sobald ich jetzt irgendwas Neues anfangen möchte, gehe ich irgendwie nach unten. Weil die linke Seite halt immer weiter nach unten gegangen ist. Aber die rechte ist ja noch voll frei. Frei, frei. Hier. Hier zwacken wir es jetzt ab. Und zwar so. So, so. Und nach hier. Usel meint gerade auch richtig, solange du keine vollfunktionsfähige Fabrik hast, kann man gar nichts über das Balancing sagen. Naja, man könnte Theory craften. Also man könnte sich mit Zettel und Stift daneben setzen und alles ausrechnen, wie viel von was man braucht und so, aber das ist nicht mein Ding. Das ist. Nee. Nee, 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 das mag ich nicht. Ey, ich tüftel lieber und mecker dann, dass ich es nicht ordentlich gemacht habe. So, Blaualgen, Blaualgen. Dreckwasser. Ich glaube, ich brauche mal wieder einen Schwung Untergrundrohre, kann das sein? Ja. Zip, zip. Okay. Dreckwasser ist angeschlossen. CO2. Haha, da brauchen wir jetzt wieder Untergrundrohre. Ja, hol ich fix. Die sind ja gleich um die Ecke. Da unten nämlich. Zwei Sticks sollen reichen. Das ist das, ne? Ja, ich kann diese rosa Färbung da schon erkennen. CO2 in Real Life ist aber farblos, oder? Das ist nicht schön. Warte. Extrem Untergrundrohr verschwenden. Es war gerade eine RTL Samstagnacht-Anspielung, die wahrscheinlich an vielen vorbeigegangen ist. So, Blaualgen kommen raus. Blaualgen werden weiterverarbeitet mit Dampf zusammen. Ja, schon, sonst wäre jede Luft verfärbt. Ne, das ist ja kein reines CO2, unsere Atemluft. Ne? Das kann ja dann auch anders sein. Ja, ich werde jetzt nicht hier so ein Vierer-Cluster machen. Da ist mir der Abtransport dann zu tricky, ja. Ich habe hier nach Westen, nach Osten hin ganz viel Platz. Ich lasse einfach hier, die Reihe ist jetzt komplett für Blaualgen. Nur die Blaualgenherstellung. Die nächste Reihe hier. Blieb. 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 Ja, nee, praktisch. So meine ich das nicht. Nur weil ein Stoff in einem Gemisch vorhanden ist, heißt das ja nicht, dass seine lichtbrechende Fähigkeit genauso erhalten bleibt in einem Gemisch wie in einer Reinform. Das heißt, es könnte meinetwegen das Gas in einer Rohform pink sein. Wenn man es aber mit jede Menge anderen Gasen zusammen mischt, wird das nicht alles automatisch dadurch auch eine Mischung aus Pink und anderen Farben. Das ist ja nicht wie bei einem Topf mit blauer Farbe rein, gelbe Farbe rein und hat grüne Farbe raus. Fallout Anspielung. Sondern anders, glaube ich zumindest. Aber genug Farbe. Ich brauche jetzt Oil Refinery. E. Refinery da. Gleich was Großes? Nö. Ich habe es irgendwie so im Gefühl, dass wir nicht viel Großes brauchen, weil die hier eh nicht wirklich. Ja. Oh. Was? Ich wollte gerade sagen, weil die hier eh nicht wirklich arbeiten und die sind schon voll. Also die brauchen wohl nicht so viel Kram. Oder ich habe gerade lange über Farben gefaselt, dass da genug hergestellt werden konnte. So. Bau bitte. 1, 2, 3. 3. Wobei hier ist es keine gute Idee mit den ganz langen Dingern jetzt, ne? Nee. Dann
Mach lieber so und so. So und so. Ja, und jetzt hier irgendwo die Oil Refinery. Wobei wir nicht eine Oil Refinery brauchen werden pro Algenfarm. Da bin ich mir vielleicht eventuell sicher. Meine Erwartungen werden doch hier irgendwie immer wieder kaputt gemacht. Links und rechts. Weil ich halt von den grünen braunen Algen ausgehe. Da hatte man zu schnell zu viele von. Wir brauchten dann vier Algenfarmen für einen einzigen Liquefier. Oh, stimmt. Wir brauchen erst den Liquefier. Okay, bevor ich das mache, gucke ich mal, ob wir die Blaualgen für noch irgendwas brauchen. Ne, hat nur ein Rezept. Okay. Das heißt, ich muss jetzt nicht extra eine Etage bereitlegen für den eventuellen Abtransport von Blaualgen, weil Blaualgen brauchen wir nur für Zellulose. Dennoch, da ich ja so viel Platz habe, verschiebe ich das alles nach unten. Denn die blauen Zellulosefibern haben vielleicht ein weiteres Rezept. Richtig, haben sie nämlich. Das heißt, wir hätten einmal eins für Ammoniagas und einmal für die ganze Ölgedönse. Und vielen Dank, Grinsekatze, für 5 Monate. Das heißt, ich bräuchte. Könnte man das hier auch daran machen? Ja, aber ich glaube, die waren nicht so schnell. Genau, die hier sind bei 2,25, die hier ist nur bei 1,25. Und du legst mal bitte weiter nach da. Und du legst weiter nach da. Huge. Oh. Okay, es geht gar nicht im Liquefier. Advanced Chemical Plan. Brauch Steine, die habe ich gerade verbraucht. Okay, dann kommt doch erstmal eine Chemical Plant dahin. So, du. Da. Zellulose Fiber. Okay, Zellulose Fiber kommt raus. Kommt auf ein Fließband und dann jetzt hier rein. Okay, das ist eine App, hier kommt gar nicht dazu. Aber sei es drum. Mach dich mal blau. Komm hier. Klicker nicht klotzen. Jetzt brauchen wir nur noch Dampf. Dampf konnte man in diesen Kondensierungstürmen ganz gut herstellen, oder? Hab ich da nicht was? Die Cooling Tower. Cooling Tower. Wow. Brauche hier diese Electric Boiler Geschichte wieder, nicht die Cooling Tower. Wofür wart ihr Cooling Tower da? Doch, aus Purified Water konnten wir Steam direkt machen. Hab ich denn hier irgendwo, also hier bestimmt nicht, aber habe ich auf der anderen Seite vielleicht irgendwo Purified Water oder hier einen Anschluss dafür? Mineralized Water, nix, Schwefelzeug, 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 Purified Water da. Ja, dann nimm doch mal jenes und bringe es dorthin und lege es hier rüber.
zu. Oh. falsch rum. Das ist ein Cooling-Dauer, kein Erhitzungsdauer. Ja. Ich schieb's darauf, dass ich von der Arbeit direkt zur Arbeit bin. Ich habe nach der Arbeit noch was anderes gemacht. Für die Arbeit, um was dazu zu verdienen. Danach joggen war und jetzt erst vom Rechnen zusammengefallen bin. Wo ist jetzt der Boiler?